Hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lehn, heute zum 3.10.2019. Und um genau zu sein, haben wir 15 Uhr, also schon ein bisschen nach 15 Uhr. Der 3.10.2019. Ja, heute ist Donnerstag und heute ist ein Feiertag. Sehr, sehr schön. Endlich mal wieder Zeit für Hearthstone. Das letzte Mal Hearthstone ist schon was länger her bei mir, in der Tat. Season September hat schon begonnen seit 3 Tagen. Und ihr habt folgenden Rang erreicht. Rang 4 Bergriese. Ah, nette Bombe gewesen, ne? Aber es gibt eine Rang 3 Kiste. Ihr habt den Schatz des Meerriesen erhalten. Zum Öffnen klicken, das machen wir natürlich. Gold, 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 Gold. 3 goldene Karten, die gedustet werden. Eine epische goldene sogar. Sehr, sehr nice. Kartenrücken und 15 Dust. Kann man mit leben, glaube ich. Euer Rang der letzten Season verleiht euch Rang 7 in Wild. Gewinnt 5 Spiele, um die Season-Truhe zu erhalten. Jo. Das vierte Kapitel und das Finale der Gräber des Grauens ist jetzt verfügbar. Ja, sehr nice. Ja, da bin ich leider nicht ganz so auf dem aktuellen Stand, weil ich, wie gesagt, ich glaube sogar seit 2 Wochen keine Hearthstone mehr gespielt habe, aber es ist mindestens 1 Woche. Ich glaube sogar eher 2 Wochen her. Sorry, sorry. Es gibt Solo-Abenteuer eine Menge zu entdecken. Da gucken wir mal kurz rein. Kapitel 1 und Kapitel 2 hatte ich abgeschlossen. Und jetzt Wahnsinn! Murlocs! gibt es Kamar, die Plagen von Ulrum entfesselt. Und nur wir können ihn aufhalten. noch Kapitel Großen, 3. versammelt euch! Kapitel 3. Und Kapitel 4. Wow, eine Menge zu entdecken. Wie gesagt. Und ich glaube sogar noch Kapitel 5, 2 von 5 abgeschlossen. Ihr seht es, Uldum. Ja, leider, leider bin ich da nicht zugekommen. Sehr, sehr schade, aber so ist das im Leben. Kartenchaos gibt es auch ein neues, da gucken wir auch mal fix rein. Endet in 7 Tagen. 6 kleine Freunde. Ah ja, das muss ich auch noch aufnehmen. Werde ich auch noch aufnehmen. Und wir haben noch eine Menge Packungen zu öffnen. Ja. Gibt eine Menge zu tun. Auch Daily Quests. Priester, Hexenmeister, Paladin. Ich bin ehrlich gesagt am Überlegen, ob ich nochmal den Druiden hier mit euch mache, weil der eigentlich ganz gut geklappt hat. Mach ich mal Priester oder Hexenmeister weg. Spielt 6 Mechs aus. Machen wir. Wir spielen jetzt einfach mal den Druiden in Wild, den Danes Reno Druid, den habe ich euch schon mal gezeigt. Für die, die es verpasst haben, zeige ich den jetzt noch mal kurz. Also es ist ein Reno Jackson Druide, wie der Name schon sagt, der von dem guten, lieben, netten Dane gemacht wurde. Auch ein YouTuber-Streamer, den kennt man eigentlich. Ja, eine Sword ist drinne, Geppetto, wir haben Reno Jackson natürlich, einige Death Rattle Spots, wie den Apfelbaum, den Schlickspucker und den Beschützer hier. Die Waffe Zweig des Weltenbaums, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt noch nicht so die effektive Verwendung für gehabt, wenn überhaupt einmal. Elise ist drinnen, super nice. Combo-Wombo mit Flurp, aber auch mit Sola, die Gorgone. Wir haben den Imperator drinnen, der das Ganze günstiger macht. Tiefenlicht-Orakel, Gedankenkontrolleur, natürlich Zephyr, der Große, der darf nicht fehlen. Geizhals, dreckige Ratte, Kreislauf der Natur, etc. etc. Es gibt sehr, sehr viel Kombopotenzial, insbesondere mit der Elise. Das ist so die Kernkarte des Reno-Druiden, kann man so sagen. Überfluss Geppetto, auch sehr nice. Ich denke, das Deck hat eine Menge Potenzial. Wir dusten noch mal eben hier die goldenen Karten, die ich erhalten habe. Da ich alle goldenen Karten duste, wie ihr wisst. Und jetzt ist es gerade hier ein bisschen hängen geblieben. So.
Schauen wir mal, schauen wir mal. 18.000 Dust aktuell. Ich habe ja auch immer noch das große Ziel, alle Karten zu besitzen. Auch in Wild. Also insgesamt. Aber da fehlt noch eine Menge Dust. Ich glaube, ich brauche noch 130.000 Dust. Oder 140.000 Dust. Malfurion gegen was nicht gerade wenig ist. Lass die Jagd beginnen. Ich muss die Wildnis schützen. Ja, natürlich behalte ich Elisa auf der Hand. Gedankenkontrolleur kann ich auch mal behalten. Zorn auf jeden Fall. Wir haben einen Jäger gegen uns im Wild. Könnte wieder ein Mechjäger sein. Ist halt die Frage, behalte ich den Beschützer? Ist zwar 6 Mana, aber den zu spielen könnte mir bei 6 Mana echt den Hintern retten. Deswegen mache ich es einfach mal. Grüße. Mach das mal hier ein bisschen lauter. So. Coin versuche ich mir auch aufzusparen für die oder für den. Vermutlich sogar für den, dass ich den bei 5 Mana einfach rauscoine. Vielleicht kopiere ich den aber auch, weiß ich noch nicht. Nächsten Zug habe ich 3 Mana. Er hat natürlich noch nichts gespielt, ne? Das ist für einen Mechjäger ein bisschen ungewöhnlich. Gut möglich, dass er entweder eine richtig schlechte Hand hat. What? Das lässt ehrlich gesagt auf eine richtig schlechte Hand munkeln. Machen wir mal einfach Zorn und skippen. Weil den zu spielen ergibt ja gar keinen Sinn. Weil der bufft ja andere Mechs, dann könnte er lieber andere Mechs spielen und darauf hoffen, dass er den mit dem andere bufft. Äußerst ungewöhnlich. Ja. Ich glaube, da spiele ich die Dirty Red. Und wenn es was Schlimmes ist, spiele ich das hinterher. Ah, da kann man ruhig mal so machen. Aber wenn er jetzt nämlich den Buff-Dude hätte, wäre es schön nice von ihm. Ne? Wäre schon nice. Hat er aber nicht. Vermutlich. Oder er hat ihn zweimal gehabt und hat deswegen einen YOLO rausgespielt. Kann auch sein. Glaube ich aber nicht. Ah ja. Jo. Kann man machen. Dann pokern wir einmal und dann spiele ich das auf den. Vielleicht kriege ich den ja auch rüber. Das wäre natürlich super schön. Ja. Schade. Und nochmal Coin, Hero Power. Im nächsten Turn haben wir nämlich 6 Mana und dann kann ich den spielen. Ist doch cool. Kann ich auf jeden Fall den spielen. Auch nicht schlecht. Na, ja, obwohl. Bis jetzt. Ja, kann man mit leben. Kann man mit leben. Oh ja, das ist okay. Nicht optimal, aber es ist okay. So, wie geplant gibt's jetzt den. Vielleicht spiele ich im nächsten Turn auch die. Wobei das noch nicht so die perfekte Hand dafür ist. Mhm. Chiefs. Das hat er natürlich schön gemacht.
Ah, ich weiß nicht, ob ich das spiele. Sieht eher danach aus, das hier zu spielen oder den. Nee, es wird wahrscheinlich der Apfelbaum sein. Komm, so schwierig ist es nicht hier. Wäre natürlich auch schön, den Apfelbaum hier noch mal zu kriegen. Definitiv. Aber ich mache es so. Oder Überfluss halt 5. Ich bin die Wurzel. So. Nächsten Turn, Geppetto. Zwei Diener, setzt Angriff, Leben, bla 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 auf 1. Auf jeden Fall cool. Oh. Okay. Ah, nicht so gut. Egal, ich hätte das hier noch zur Not. Geppetto ist ein 6-6er. Ja, egal, die Wahrscheinlichkeit ist echt hoch, dass Geppetto mir einen coolen Resort für eins zieht oder was anderes Cooles. Andererseits würde ich auch gerne hier Wurzeln auf den hier spielen. Das wäre natürlich auch sehr effektiv. Könnte ich sterben? 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ich frage mich, ob. Könnte ich sterben, ist die Frage. Ich frage mich, ob. Könnte ich sterben, ist die Frage. Komm. Vielleicht ziehe ich einen Reno Jackson für eins. Da ist er. Ah, und eine Sword wär noch schöner gewesen. Reno und eine Sword, dann wäre es richtig nice geworden. So habe ich natürlich ein kleines Problem. Ich kann natürlich sie spielen. Dann kriege ich die beiden noch mal kopiert. Eventuell, aber dafür muss ich die anderen beiden noch ausgeben hier. Eieiei, okay. Hoffentlich nicht den Buffer, weil dann bin ich tot. Ja, vergessen anzugreifen. Danke sehr. Das wird mir nichts bringen, ne? Ich glaube, der dupliziert ja von links nach rechts. Ich frage mich, ob. Oh, das ist natürlich schön.
Zeit wartet auf nie. Könnte sein, dass ich jetzt tot bin. Aber ich musste auch ein bisschen pokern, Reno zu spielen mit 15 Leben. Fühlt sich einfach nicht gut an. Vor allem nicht, wenn ich den nicht kopiert habe. Okay, ich bin tot. Schade. Schade, schade, schade. Gut gespielt. Habe ich ein bisschen versaut an der Stelle, muss man sagen. Ich glaube, das hätte ich aber gar nicht abwenden können. Ich glaube, Reno hätte auch nichts geändert, weil Down sind nochmal 10, 14, ja, sind nochmal 20, 23. Eure Magie wird euch nicht mehr. Ja, gut, hätte ich abwenden können tatsächlich. Aber wäre ich halt einen Turn später gestorben, weil da hätte ich nichts gegen machen können. Ah. YOLO! Absturz auf 8. Direkt zum Season-Start hier. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Ich muss die Wildnis schützen. Ah, Geppetto ist schon nice, ne? Und der auch. Naja, vielleicht ist es ein Reno-Mage. Dann ist die Hand gar nicht so übel. Grüße. Das ist natürlich. Jetzt ist die Hand übel. Eine kleine Modifikation und alles ist dahin. Ah, könnte wirklich ein Reno-Match sein. Das Land dient mir. Nein, ich möchte das nicht. Ich bin die Wurzel aller meiner Schatz. Kein Secret, bitte. Guys. Ich glaube, ich spiele den. Das ist gut. Spielzeuge für Jung und Alt. Kann ich nämlich im nächsten Turn direkt... 10 plus ein One Grips. Oh, baby.
Was hat er bloß gewählt? Schattenwort tot. War doch von dem, ne? Jo. Gut. Secret. Endlich ein Jünger, der meiner würdig ist. Schaut mich an. Nee, ist nicht optimal gelaufen, ehrlich gesagt. Hab ein bisschen gehofft, dass ich andere Dinger ziehe. Naja. 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 Okay. Die Zukunft gehört uns. Ich habe keine Zeit für Spiele. Erblick die Instrumente der Schöpfung. Wer weiß, was für Geheimnisse. Oh, oh, er wird mich melden. Instrumente der Schöpfung. Oder? Alles anschnallen. Jetzt geht's los. Der Schöpfung. So ein schönes Exemplar. Wow. Aktiviere den Mentalkontrollomat TC-130. Genug gespielt. La 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 la. Verfall.
Barista Mel. Ja, ne? Ja. Ja. Das ist... Es ist sehr gut möglich, dass dieser Mage mich recken wird. Oh wow. Zerstört das halbe Deck. Das ist aber blöd. Ja, hätte ich besser regeln können, aber ich brauchte jetzt die Spotwave. Flame Strike. Okay, Polymorph. Oh nein. Ich bringe Leben.
Ah, so uncool. Ich habe fast keine Karten mehr. Braucht ihr Hilfe, Forscher? So, das soll es erstmal gewesen sein von der Episode. Ja, es waren nur 2 Runden. Aber mit diesem Deck, die Runden, die gehen auch ziemlich lange. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Über Feedback aller Art würde ich mich natürlich sehr freuen. Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Lean, aka Gothic Society Clan. Tschüss!